Erklär uns mal, du kommst aus Bayern, was hat dich denn qualifiziert zur Bundesdrogenbeauftragten? Was hat mich qualifiziert? Du kannst die Frage jetzt auch der Verteidigungsministerin stellen. Was hat sie qualifiziert? Ja? Du kannst die Frage auch anderen stellen. Hallo Freunde, willkommen zu meinem neuen Video zur Drogenpolitik in Deutschland. Ich glaube, das kurze Video gerade sagt eigentlich schon alles. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Na gut, Spaß beiseite. Also ich will da noch mal ein bisschen meinen Senf hinzufügen. Letzte Woche ging es um die Geschichte der Drogenpolitik und der Fokus lag da eher auf Amerika, was daran liegt, dass Amerika eben so ein großer Player in der Prohibition war. Und wenn ihr euch näher mit der Geschichte der Drogenpolitik auseinandersetzen wollt, kann ich euch die Doku-Reihe Der große Rausch nur empfehlen. Das ist eine Doku-Reihe, die kam auf Arte raus und die findet man auch auf YouTube. Verlinke ich euch unten auch noch in die Beschreibung. Und da geht es sehr detailliert um die ganze Geschichte von Opiumkriege, über die Drogenbarone, über den War on Drugs, der jetzt gerade wütet. Genau. Wie ist denn nun die Situation in Deutschland und in Österreich? Nach meiner Recherche unterscheidet sich die Situation nicht wirklich. Im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass die Situation in Deutschland im Vergleich zu Amerika etwas sinnvoller ist und nicht ganz so schlimm ist. Aber die Drogenpolitik ist auch hier weit davon entfernt, irgendwie sinnvoll oder zielführend zu sein. Und die Klassifikation der Substanzen ist hier auch genau die gleiche wie in Amerika. Und auch hier wird man auf die eine oder andere Weise bestraft, wenn man zu einer illegalen Substanz greift und damit erwischt wird. Aber jetzt mal zu Beginn, um das alles ein bisschen einzuordnen. Wie viele Menschen in Deutschland konsumieren eigentlich illegale Drogen? Im Bericht zur Entkriminalisierung und Regulierung aus dem Jahr 2013 konnte ich Folgendes entnehmen. Und zwar sind es 1,5 Millionen Menschen, die regelmäßig konsumieren und 3 Millionen Menschen, die mindestens gelegentlich konsumieren. Und über 90% der KonsumentInnen sind übrigens volljährig. Der Bericht ist ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. So, Nummer uno, Eigenbedarf. Es ist zwar so, dass alle klassifizierten Drogen verboten sind, wird man allerdings mit einer Eigenbedarfsmenge erwischt, kommt man normalerweise und zumindest das erste Mal, wenn man von unseren Freunden und Helfern aufgegabelt wird, mit einem blauen Auge davon. Das heißt, die Substanzen werden einem abgenommen, persönliche Daten werden aufgenommen, die Anzeigen werden in den meisten Fällen aber fallen gelassen. Und in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel kann man mit 10 Gramm erwischt werden, das ist noch eine Eigenbedarfsmenge und dann geht man nach Bayern und jo. Das kann dann im schlimmsten Fall zu wirklich ernsthaften rechtlichen Konsequenzen führen. Im Endeffekt hat die Polizei im Allgemeinen einen enormen Aufwand mit dieser Konsumentinnenverfolgung und arbeitet dann oft quasi für die Mülltonne. Und das kostet sau viel Geld. Und dieses Geld könnte man auch anders benutzen, zum Beispiel in Aufklärung stecken oder in Prävention und Hilfsangebote. Ich finde, da wäre das Geld viel besser investiert. Und noch eine verrückte Idee aus dem Bericht. Die Polizei könnte sich auch um wirklich schädliche Verbrechen kümmern, zum Beispiel in der Wirtschafts- und Umweltkriminalität. Naja, gut, nächster Punkt. Punkt Nummer zwei. Drogenabhängige in Gefängnissen. Die Gefängnisse in Deutschland und in Österreich sind zwar im Großen und Ganzen nicht vollgestopft mit DrogenkonsumentInnen, die Kleinstdelikte begangen haben. Allerdings liegt der Teil der drogenabhängigen Gefangenen in den Gefängnissen bei 30-40%. Und an dieser Stelle könnte man sich natürlich fragen, ob diese Menschen nicht vielleicht besser in Therapieeinrichtungen aufgehoben wären, vor allem da die Gründe für die Inhaftierung im überwiegenden Maße in der Beschaffungskriminalität liegen. Im Bereich Drogenhilfe und Therapie schlägt sich Deutschland nämlich sogar ziemlich gut, weltweit sogar führend. Was zum Beispiel Konsumräume angeht, was Substitutionsprogramme angeht und was so Spritzenaustauschprogramme etc. angeht. So, Punkt Nummer drei, Stigmatisierung. Außerdem werden Konsumentinnen heftig stigmatisiert, auch in Deutschland. Und das liegt natürlich an der mangelhaften Aufklärung und an der Hetzjagd, die in den letzten Jahrzehnten gegen Drogen und auch gegen die DrogenkonsumentInnen geführt wurde. In vielen Kreisen werden Menschen, die Drogen nehmen, direkt als Junkie abgestempelt. Und dieses Vergnügen hatte ich auch schon. Das Wort Junkie kommt übrigens aus dem Englischen und kommt vom Wort Junk, also Müll. Und da kann man sich natürlich fragen, ob das cool ist, so über Menschen zu sprechen.
finde es nicht so cool. Just saying. Mit einer Substanz erwischt zu werden, kann dazu führen, dass Menschen ihren Job verlieren und damit ihre Lebensgrundlage. Da sind vor allem die Jobs, die irgendwas mit Kindern zu tun haben, genannt. Und auch dazu, dass man in der Gemeinde geächtet wird. Das ist gerade für Leute, die auf dem Land leben, natürlich ein sozialer Selbstmord. Dabei konsumieren aus allen Gesellschaftsschichten Substanzen. Die meisten dieser Menschen, die konsumieren, die kommen auf ihren Konsum klar. Das ist eine sehr große und entscheidende Lücke in der ganzen Drogendiskussion. Die meisten Menschen kommen auf ihren Konsum klar, gehen arbeiten und sind ein wichtiger und produktiver Teil unserer Gesellschaft. Ah ja, und übrigens, in welche Richtung die Stigmatisierung am stärksten geht, hat leider auch oft was mit dem sozioökonomischen Status und mit der ethnischen Herkunft zu tun. Und das führt dann wiederum zu noch mehr Spaltung und zu noch mehr Vorurteilen. Grund Nummer 4. Ja, die Drogenpolitik, die bringt nichts. Trotz der Verbote steigt die Zahl der Konsumentinnen kontinuierlich. Allein in den letzten 10 Jahren ist die Zahl weltweit um 30% gestiegen. Und auch spezifisch in Deutschland sinkt weder Nachfrage noch Angebot, obwohl eine Zunahme in Verfolgung und Verurteilung zu vermerken ist. Und aufgrund der Illegalität sind es natürlich nicht regulierte Substanzen. Bei Schadensfällen muss sich keiner verantwortlich fühlen, Drogen werden gestreckt oder erhalten nicht das, was sie eigentlich enthalten sollten, Designerdrogen fluten den Markt, das sind Substanzen, die zwar noch nicht verboten sind, bei denen man die Risiken nicht kennt, die Menschen trotzdem konsumieren und daran sterben Menschen. Woran Menschen auch sterben können, ist die an den immer potenteren Substanzen. Das habe ich letzte Woche schon angesprochen, je potenter eine Substanz ist, desto leichter und desto mehr kann man davon schmuggeln. Und der THC-Gehalt zum Beispiel in Gras, der ist in den letzten knapp 10 Jahren von ungefähr 8% auf 17% gestiegen. Und dabei ist der Anteil vom CBD in dem Gras gesunken. Und CBD, der wirkt gegen viele negative Wirkungen von THC entgegen. Ja, also zum Beispiel gegen Paranoia. Das ist dann das Turbogras, von dem so gerne gesprochen wird. Und bei Ecstasy ist es auch so, dass es keine Seltenheit mehr ist, Pillen mit 250 Milligramm und mehr zu bekommen. Das ist die doppelte Dosis, die man eigentlich nehmen sollte, wenn man irgendwie auf der safen Seite sein möchte. Aber hey, halbe Dinger rollen ja nicht, ne? Also warum nicht gleich 2 reinhauen? Und dazu kommt dann noch, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist, Drogen auf ihre Inhalte und Reinheit testen zu lassen. Etwas, das Check-It in Wien zumindest in einem gewissen Rahmen darf. Und Check-It und andere Organisationen, die veröffentlichen auch regelmäßig Drogenberichte zu den aktuellen Pillen auf dem Markt. Also bitte informiert euch immer, wenn ihr Drogen nehmt. Googelt die und informiert euch. Also insgesamt fährt Deutschland eher einen Konsum von Harm Production und keinen von Harm Reduction. Hier Punkt Nummer 5. Die restriktive Drogenpolitik schafft viel Raum für Kriminalität. Das habe ich letzte Woche schon angesprochen. Und das ist auch eng verbunden mit dem letzten Punkt. Menschen konsumieren und sie werden nicht damit aufhören. Ich glaube, das sollte uns allen klar sein. Und wenn die Substanz der Wahl nicht legal kontrolliert zu kaufen ist, dann wendet man sich an den Schwarzmarkt. Und dieser wird von wem beherrscht? Genau, von Kriminellen. Und dort kann man selber dann als kleines Würstchen übrigens auch was dazu verdienen. Mehr oder weniger zumindest. Es ist dann auch oft so, dass sich gerade oft diejenigen, die keine Chance haben auf dem legalen Arbeitsmarkt, zu arbeiten, in dem Bereich etwas dazu verdienen. Das ist halt klar, ne? Das macht nur Sinn. Und das führt dann wiederum zu noch mehr Stigmatisierung von gewissen Gruppen. Und wenn man selber das Glück hatte, eine Weile in einem Strafvollzug zu verbringen, dann ist das eine prima Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen. Und die kann man gut gebrauchen, wenn man dann wieder draußen ist und keinen normalen Job findet. Außerdem spitzt sich die Situation, je länger wir an dieser Prohibitionspolitik festhalten, nur weiter zu. Und das sollte mittlerweile echt jedem, der sich ein bisschen mit dieser Thematik auseinandersetzt, klar sein. Für jeden Dealer, der gefasst wird, kommen an anderer Stelle welche nach. Punkt Nummer 6. Jugendschutz. Es wird von unserer Drogenbeauftragten immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, unsere Jugend zu schützen. Und dem stimme ich zu. Jugendliche sollten keine Drogen konsumieren. Period. Naja, und klappt es mit der Verbotspolitik? Nö, das klappt nicht. Gerade für Jugendliche ist es meistens sogar leichter, an illegale Substanzen dranzukommen als an legale. Weil sich die wenigsten Dealer darum scheren, ob ihre KäuferInnen schon volljährig sind. Und ich persönlich kenne auch keine Gruppe von LegalisierungsbefürworterInnen, die eine Legalisierung für Jugendliche beabsichtigt. Aber das ist immer und immer wieder ein Argument
für unsere Freunde der CDU/CSU, dass die Zahl der jugendlichen Konsumentinnen in Ländern, in denen legalisiert wurde oder entkriminalisiert wurde oder im Falle von den Niederlanden halt geduldet wird, gesunken ist, wird gekonnt ignoriert. Da ich das Video einigermaßen kurz halten will, stoppe ich an dieser Stelle mit der Ausformulierung weiterer Punkte. An dieser Stelle sei natürlich auch noch die Möglichkeit des Verlusts des Führerscheins erwähnt, obwohl man nüchtern fährt, was total unfair ist, weil Gras einfach viel länger im Blut und im Urin nachweisbar ist als Alkohol zum Beispiel. Oder die Hürden, denen sich psychedelische Forschung gegenübergestellt sieht. Und das, obwohl wir in einer Welt, in der die Prävalenz von psychischen Krankheiten kontinuierlich steigt, alles daran setzen sollten, dass wir diesen Menschen helfen. Und die Forschung zeigt, dass Psychedelika dabei unvergleichlich effektiv sind. Und dazu kommt aber auch noch ein Video. Und etwas, was mir selber sehr wichtig ist, ist das Recht, den Geist zu erforschen. Ein Recht, welches wir momentan nicht haben, wenn es zum Thema Drogen geht. Dieses Recht darf einem der Staat nicht einfach nehmen. Und ich bin der Meinung, dass wir uns dagegen wehren müssen. Und das tun wir unter anderem dadurch, indem wir offen über dieses Thema sprechen. Das trauen sich aber viele nicht, aus vielen guten Gründen, die ich zum Teil ja auch schon genannt habe. Man weiß kaum, was erlaubt ist. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich lange gezögert habe, mit einem YouTube-Channel zu starten. Aber mir ist das Thema viel zu wichtig, um da weiter zu schweigen. Und wenn wir über ein Thema nicht sprechen, dann überlassen wir es sich selbst. Und Drogen sind da das beste Beispiel für. Wie im einleitenden Video von der lieben Frau Mortler hoffentlich ersichtlich wurde, ist die Stelle der Drogenbeauftragten und anscheinend auch die Position anderer Beauftragten in unserer Politik nicht mit ExpertInnen besetzt, sondern mit Personen, die der Regierung dort gut passen. Das merkt man auch an unserer neuen Drogenbeauftragten Daniela Ludwig. Sie hat nämlich, wie Marlene Mortler vor ihr, keinerlei Expertise in diesem Bereich. Was passieren kann, wenn man einen Bereich der Drogenexpertise hat und Drogenbeauftragter ist und seinen Mund aufmacht, werde ich euch übrigens im nächsten Video berichten, in dem es über die Gefährlichkeit von verschiedenen Substanzen geht. Also abonniert doch gleich meinen Kanal, dann verpasst ihr das auch nicht. Aber zurück zu Ludwig. Daniela Ludwig meinte zu Beginn ihrer Amtszeit noch, dass Expertise in dem Bereich ja nicht so wichtig sind, sondern eher Gesprächsbereitschaft, das Wissen um politische Beziehungen und Kontakte in der Politik und darum, mit verschiedenen Menschen zu sprechen und gemeinsam an einen Tisch zu kommen. Und ehrlich gesagt, nach Marlene Mortler war ich ziemlich hoffnungsvoll, dass unsere neue Drogenbeauftragte da ein bisschen vernünftiger ist und sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse angucken würde, die mittlerweile echt zur Genüge vorhanden sind. Und nach Aussagen, die sie in dieser Zeit oder die sie seit dieser Zeit getätigt hat, kann ich allerdings nicht sehen, dass sie irgendwie gesprächs- oder lernwillig ist. Und das ist jetzt meine Meinung. Und wenn hier jemand Quellen hat, die sie anders darstellen lassen, dann bitte gerne her damit. Ich fände es super, wenn ich ein besseres Bild von der Drogenbeauftragten Deutschlands hätte. Meiner Meinung nach ist es nämlich so, dass die CDU/CSU als Ganzes eine Drogenpolitik verfolgt, die nicht auf Vernunft oder Mitgefühl basiert oder auf Wissenschaft, sondern auf Tradition, auf Ignoranz und auf kurzsichtiger Moral. Und unsere liebe Frau Merkel, die ich eigentlich ziemlich gern mag, so, die scheint da leider ähnlich schlecht informiert zu sein. Begründen. Wir sind der Meinung, dass Cannabis als Droge eingestuft werden muss. Das ist auch international so. Und das bedeutet, dass auch der Konsum von geringen Mengen sehr, sehr hohe Abhängigkeiten schaffen kann. Bei Alkohol und Zigaretten ist ein vernünftiger, begrenzter Umfang nicht sofort so suchtgefährdend, wie das bei Cannabis nach unserer Auffassung ist. Wenn ihr daran interessiert seid, was unsere lieben Politikerinnen sonst diesbezüglich so von sich geben, dann schaut auf jeden Fall mal beim Channel von Fantastic Life oder auch von Thilo Jung vorbei. Die habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Abschließend will ich sagen, trotz allem ändert sich gerade einiges. Es wird weltweit immer mehr Forschung betrieben und diese Forschung zeigt immer eindrucksvoller, dass unsere Drogenpolitik für den Arsch ist. Dass sie nicht fundiert ist, dass sie nicht vernünftig ist, dass sie nicht zielführend ist oder irgendwie sinnvoll. Und wir sehen ein Beispiel wie Portugal, die alle Drogen vor 20 Jahren entkriminalisiert haben, dass das Problem in die Hände des Gesundheitssektors gehört und nicht in die Hände der Justiz. In Portugal ist die Zahl der Drogentoten seitdem gesunken und die Zahl der kriminellen Verbrechen auch. Und die Zahl der KonsumentInnen hat sich nicht grundlegend verändert. Und die Menschen, die Probleme haben, die bekommen jetzt Hilfe. Mehr PsychologInnen und weniger PolizistInnen. Für mich klingt das nach einer sehr guten Idee. Dass Drogen verboten wurden, ist, wie gesagt, erst in sehr naher Vergangenheit passiert. Aus Gründen, die im Großen und Ganzen weder das Allgemeinwohl noch das Wohl des Einzelnen im Fokus hatten oder haben. Und trotz der Hilfsangebote für Süchtige und für Menschen, die andere Probleme mit dem Konsum haben,
würde sich der Großteil der Menschen, die konsumieren, meiner Erfahrung nach, nicht freiwillig an diese Stellen wenden, auch wenn sie Probleme haben. Meistens passiert das nämlich erst, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber das können wir besser. Wenn wir ehrlich über ein Thema sprechen, verliert es seine Macht über uns. Und noch ein kleiner Reminder an dieser Stelle. Du bist kein schlechter Mensch, weil du kiffst oder weil du Drogen genommen hast oder nimmst oder weil dich verschiedene Substanzen interessieren. Und wenn du ein Problem mit Drogen hast, dann trau dich bitte darüber zu sprechen, mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten oder mit Expertinnen. Drogen werden in gewissen Kreisen sehr gerne verherrlicht. Das beste Beispiel dafür ist Gras. Und das ist ebenfalls sehr gefährlich und darf nicht unterschätzt werden. Wenn man etwas jeden Tag konsumiert und ein Problem damit hat, mal leer zu sein, dann spricht man von einer Abhängigkeit. Das muss nicht gleich gravierende Konsequenzen haben. Und vor allem, wenn man jung ist, dann merkt man diese Konsequenzen vielleicht nicht oder will sie nicht sehen. Aber wir werden alle älter und unsere Gesundheit leidet darunter, wenn wir uns jeden Tag Rauschmittel reinhauen. Sich zu berauschen ist ein natürliches Bedürfnis. Etwas, das Menschen schon seit Tausenden von Jahren machen. Und dazu auch noch etwas, das uns regelrecht anerzogen wird. Da muss man sich einfach nur mal den Umgang mit Alkohol in unserer Gesellschaft angucken. Aber alle anderen Drogen sind natürlich super böse und verachtenswert. Ja. Und noch was. Leute, bitte geht nicht gegeneinander vor. Seid nett zueinander. Seid verständnisvoll miteinander. Euer Nachbar oder eure Bekannte oder wer auch immer ist nicht euer Feind und auch kein Opfer oder ein Junkie, weil er oder sie etwas anderes konsumiert als ihr. Keep that in mind. Seid nett zueinander, bitte. So, also danke fürs Schauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, würde mich voll freuen. Und bitte lasst mir auch Kommentare da, sagt mir, was gut war, was ich besser machen kann. Und erzählt mir auch gerne von euren Erfahrungen, egal ob mit unseren Freunden und Helfern oder mit dem Gesundheitssektor oder was auch immer. Also alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Tschüssi.